Willkommen zu Ihrem Blick hinter die Schlagzeilen. Schluss mit Atom. Das ist offizielle Schweizer Politik. Die Frage aber ist, wann? Und die Antwort darauf muss das Schweizer Stimmvolk geben. Eine grüne Initiative will vorwärts machen. Bis in 13 Jahren sollen alle Schweizer AKWs vom Netz. Völlig übertrieben, sagen die Gegner. Atomausstieg. Warum, wie und vor allem wann? Heute bei uns im Fokus. Es ist 10 vor 10. Gnadenloser Kampf gegen Drogen. Auf den Philippinen landen Junkies im Gefängnis oder werden erschossen. Die Hoffnung auf gute Geschäfte. Schweizer Unternehmen wollen in Afrika investieren. Und Blackbox Facebook. Beim mächtigen Netzwerk entscheidet die Maschine über Gut und Böse. Es klingt ja recht einfach. Die Schweiz verzichtet auf Atomkraft. Punkt. Die eben abgesegnete Energiestrategie des Bundes verbietet den Bau von neuen Kernkraftwerken. Wie lange die bestehenden aber am Netz bleiben, das ist offen. Denn AKWs verschwinden nicht von heute auf morgen. Wann also soll der Atomausstieg kommen, wenn überhaupt? Daniel Glaus. Das Atomkraftwerk Betznau in Betrieb seit 1969. Das AKW Mühleberg am Netz seit 1972. Nächstes Jahr soll für diese Werke Schluss sein, dann müssten sie vom Netz. Das will die Atomausstiegsinitiative. Heute hat das Pro-Komitee den Abstimmungskampf gestartet. Kern der Initiative? Eine maximale Betriebszeit 45 Jahre. Betznau und Mühleberg wären 2017 fällig. Für die Gegner der Initiative ist das viel zu früh. Wir lehnen die klar ab, weil sie die Versorgung mit Strom gefährden, und zwar unmittelbar gefährden, weil bereits im 17. 3 KKW müssen vom Netz gehen und dann sind 15% vom Strom weg, wo man eine massive Auslandabhängigkeit einfahren würde. Hans-Ulrich Biegler ist FDP-Nationalrat und Direktor des Gewerbeverbandes. Auch er ist gegen den schnellen Atomausstieg. Wir sind der Meinung, dass man hier ein Chaos würde anrichten, das für die Wirtschaft letztlich auch nicht tragbar ist. Denn die Strompreise würden deutlich steigen, so die Befürchtung. Zudem sei die Versorgung gefährdet, das heißt es auch aus der Strombranche. Schon heute sei die Schweiz im Winter auf Importe angewiesen, von ausländischen Kohlekraftwerken und AKWs. Es werden 40% vom Strom von Kernkraftwerken produziert und das ist schlicht nicht einfach ersetzbar. Der Atomausstieg ist eigentlich beschlossene Sache. Letzte Woche hat das Parlament ja gesagt. Es dürfen keine neuen AKWs gebaut werden. Nationalrat Biegler ist für diese Energiestrategie 2050. Es sei die vernünftigere Lösung als die Ausstiegsinitiative. Die Strategie legt fest, dass die Atomkraftwerke weiter betrieben werden können, solange sie sicher sind. Und damit können wir eben den Übergang entsprechend sicherstellen, ohne dass wir mit Blackouts und mit Versorgungsengpässen rechnen müssen. Die SVP hat auch den langsamen Atomausstieg abgelehnt. Parteipräsident Rösti sieht keine Alternative zu AKWs. Wenn sie noch viel sicherer werden, CO2-arme Produktion, ist das eigentlich die einzige Möglichkeit für die Schweiz, um langfristig nicht vom Ausland abhängig zu sein. Die AKWs der Schweiz. Das Volk entscheidet am 27. November, ob die ersten Werke schon nächstes Jahr vom Netz gehen. Ja, eine Menge Kritik an der Initiative der Grünen in diesem Beitrag. Hier bei mir im Studio ist darum nun Regula Ritz, Präsidentin dieser Partei. Frau Ritz, willkommen bei ZVZ. Guten Abend, Herr Necke. Jetzt hat ja das Parlament erst gerade vor kurzem beschlossen, nein, es soll kein neues Atomkraftwerk geben. Und da könntet ihr von den Grünen ja Freude haben, stattdessen kommt die Initiative, ihr wollt jetzt einfach alles und gerade jetzt. Wir haben Freude an dieser Energiestrategie und werden sie noch verteidigen gegen allfällige Referenden von Herrn Rösti zum Beispiel. Aber es hat ganz klar eine Lücke in dieser Energiestrategie. Die ganze Frage der Sicherheit ist auf der Strecke geblieben. Wir haben heute in der Schweiz die ältesten AKWs der Welt, die noch im Betrieb sind, mit Betznau 1. Die sollen weiterlaufen, 60 oder 70 Jahre lang, je nachdem, was die Betriebe so wollen. Das geht nicht. Es ist eine grosse Gefährdung der Bevölkerung und es ist aber auch eine Gefährdung von den Investitionen in erneuerbare Energien. Aber wenn Sie jetzt vom Netz gehen, schon im nächsten Jahr mit den ersten 3 Reaktoren, dann sagt zum Beispiel der Herr Biegler vom Gewerbeverband, wir haben es gehört, Sie richten das Chaos an, die Wirtschaft vertreibt das einfach nicht.
Gut, Herr Bigli sollte wissen, dass heute ein AKW bereits seit 18 Monaten vom Netz ist. Nicht wegen unserer Initiative, sondern wegen Sicherheitsproblemen. Betzno 1, seit 18 Monaten produziert es keinen Strom mehr. Temporär. Leibstadt, ja, aber Leibstadt ist jetzt auch gerade ausgestiegen. Seit über 2 Monaten wird noch länger ausgestiegen. Und das zeigt ja das Problem von dieser AKW-Versorgung, wie wir sie heute haben, hier, dass wir alte Anlagen haben, die jederzeit aussteigen können. Und darum brauchen wir einen klaren Plan, einen Ausstiegsplan und einen Umstiegsplan, damit wir rechtzeitig die erneuerbaren Energien zubauen. Wenn Ihr Plan aber kommt, dann muss man ja kurzfristig auf Strom aus dem Ausland zurückgreifen. Und der ist meistens dreckiger. Das ist entweder Atom aus Frankreich oder gar Kohle aus Deutschland. Und das ist punkto Klimawandel ja sicher das, was man nicht machen will, oder? Natürlich nicht. Aber es gibt heute in Europa eine Stromschwemme. Und zwar gibt es auch genügend erneuerbaren Strom. Es hat zu viel Solarstrom, es hat zu viel Windstrom im europäischen Netz. Und wenn man eine Zeit lang, so wie man heute übrigens auch schon, muss importieren im Winter, dann ist ganz klar für uns, dann muss man erneuerbaren Strom nehmen. Und es wundert mich ein bisschen, dass jetzt zum Beispiel der Röster, oder Herr Bigler, nicht wissen, dass es ein Überangebot gibt, auch erneuerbaren Strom. Und genau der kann uns helfen, in der Zusammenarbeit mit den europäischen Ländern die gesamte Energieversorgung für die Zukunft auch zu bewältigen. Also Sie sagen, man schafft es mit Erneuerbaren. Genau. Ich danke Ihnen für den Besuch im Studio, Regula Witz. Ja, wie schwierig die Abkehr vom Atomstrom allerdings sein kann, das zeigt das Beispiel Deutschland. Dort ist der Ausstieg nicht nur beschlossen, er hat bereits begonnen. Zum Atommüll kommen Millionen Tonnen Beton und Stahl, die korrekt entsorgt werden müssen. Eine Jahrhundertaufgabe im wahrsten Sinn des Wortes. Das Kernkraftwerk Greifswald liegt direkt an der Ostsee und war einst das größte AKW der DDR. Kurz nach der Wende ging es vom Netz. Die Reaktoren sowjetischer Bauart entsprachen nicht westlichen Standards und galten als Sicherheitsrisiko. Alice Philipp arbeitet schon seit 1979 im riesigen Kraftwerk und sie ist auch heute noch, 20 Jahre nach der Stilllegung, für den Abriss verantwortlich. Dabei sollte der Rückbau schon lange abgeschlossen sein. Die ganz ersten Planungen gingen davon aus, dass wir Mitte 2005, 2006 das rückgebaut haben, das Kernkraftwerk. Aber wir alle haben 1995 nicht gedacht, dass wir bis 2028 hier wirklich noch rückbauen werden. Von dem heutigen Warte aus kann ich sagen, also ich werde hier die Rente erleben und dann sind die Leute immer noch nicht fertig hier mit dem Arbeiten. Selten wurde eine Atomanlage dieser Größe demontiert. Die Ingenieure haben damit wenig Erfahrung und leisten Pionierarbeit. Millionen Tonnen Stahl und Beton müssen entsorgt werden. Viele Bauteile sind radioaktiv verstrahlt. Viele so stark, dass sie ins Zwischenlager auf dem Kraftwerksgelände kommen. Der Zutritt hier ist streng überwacht. Wie jeder Mitarbeiter wird auch Marlies Philipp auf Strahlung untersucht. Hinter diesem Tor lagert das hochradioaktive Material. Das ist der Abfall mit der höchsten Radioaktivität. Über 5000 Brennelemente befinden sich hinter der Wand in der Halle 8 in diesem Lager, in dem Hochsicherheitstrakt. Diese 18.000 Tonnen Material werden noch Jahrzehnte gefährlich strahlen und müssen in einem Endlager tief unter der Erde gelagert werden. In einer gigantischen Halle lagert das restliche Material. Doch der größte Teil der abmontierten Kraftwerksteile sind bezüglich Radioaktivität unbedenklich. Oder nur sehr leicht verstrahlt. Der Großteil eines Kernkraftwerkes ist nicht so stark belastet mit radioaktiven Stoffen, dass es ins Endlager muss. Die Mengen an Schrott sind gewaltig. 1,8 Millionen Tonnen Abbruchmaterial müssen allein hier in Greifswald entsorgt werden. Dieses Material muss aufwendig gereinigt und sortiert werden. Die Mitarbeiter müssen dafür Schutzkleidung tragen. Die Arbeit ist langwierig und extrem teuer. Weil Erfahrungen fehlen, kann niemand mit Bestimmtheit sagen, wann die Arbeiten in Greifswald abgeschlossen sein werden und mit welchen Endkosten zu rechnen ist. Und damit beenden wir unser Fokusthema Atomausstieg. Wenn Sie mitreden wollen auf Twitter und Co., unser Hashtag heißt 10 vor 10. Nun auf die Philippinen. Diese Woche ist es genau 100 Tage her, dass Rodrigo Duterte dort Präsident wurde.
Er hat versprochen, aufzuräumen. Und was das heißt, zeigt die Schreckensbilanz von mehr als 3000 Toten bisher in seiner kurzen Amtszeit. Duterte fordert Polizei und sogar Privatpersonen dazu auf, Drogendealer zu erschießen und Drogensüchtige zu jagen. Was das für die Menschen auf den Philippinen bedeutet, zeigt der erschütternde Bericht von Barbara Lütti aus Manila. Nach Einbruch der Dunkelheit beginnt in Manila die Jagd auf mutmaßliche Drogendealer. Auch in nobleren Orten der Stadt werden Checkpoints aufgebaut. Immer dabei ist die lokale Presse, sie zählt die Todesfälle. Über SMS erfahren die Journalisten von den Verhaftungen. Am Boden sitzt ein junger Mann. Die Polizei hat Crystal Meth, Ecstasy und Kokain sichergestellt. Der Krankenpfleger ist verzweifelt, aber scheint froh um die Kameras. Er ist so sicherer für den Moment. Ich konsumiere. Ich finanziere so nur meinen Konsum. Das restliche Geld ist für meine kranken Eltern. Ich weiß, es ist falsch. Ich habe Angst vor dem, was kommt. Das steht ihm bevor, das überfüllte Gefängnis von Quezon City, Manila. Gebaut für 800 Menschen, sind hier zurzeit über 4000 inhaftiert. Wir folgen einer Aufseherin durch die gelbe Menschenmasse. Es ist drückend heiß. 18 Insassen kommen täglich dazu, 14 werden entlassen. Über 60% sind wegen angeblichen Drogendelikten hier. Seit 16 Jahren wartet Irwin auf seinen Gerichtstermin. Seit Duterte im Amt ist, platzt das Gefängnis aus allen Nähten. Es ist sehr schwierig, hier zu leben. Es ist so überfüllt. In der Nacht schlafen wir auf dem Boden oder dort auf den Treppenstufen, bis ganz oben. Die Gefangenen wechseln sich gar beim Schlafen ab, weil der Platz nicht reicht. Die können, schlafen am Tag. Über 100 Insassen teilen sich Räume, die für 30 gedacht sind. Im ganzen Land sind die Zellen überfüllt. Nicht nur Dealer, sondern auch Süchtige werden verhaftet. Viele hier erzählen, sie seien von Einsatzkommandos der Polizei, von Bürgerwehren und von Auftragskillern gejagt worden. Auch Verdächtige werden als schuldig bezeichnet und sie müssen dann das Gegenteil beweisen. Das Prinzip der Unschuldsvermutung gilt nicht mehr. Vor 2 Monaten wurde Ryan verhaftet. Die Polizei stürmte das Haus eines Freundes und fand Drogenutensilien, sagt er. Die Polizisten drückten uns auf den Boden, das Gesicht in den Schlamm. Sie brachten uns auf die Polizeistation und verhörten uns. Ich wurde beschuldigt, Drogenutensilien zu besitzen. Doch ich hatte nichts auf mir. Auf 3 Wachtürmen hat es bewaffnete Aufseher. Sicherheit zu gewährleisten sei ein Albtraum. Sie sei froh um jeden, der entlassen werde, sagt die Vorsteherin. Doch draußen sei es gefährlich. Ein Insasse, der heute entlassen wird, wurde bei einer Polizeirazzia verhaftet und hat sich als Süchtiger freiwillig ergeben. Er hatte nur ein Feuerzeug bei sich. Ich habe ihn gewarnt, die Finger von Drogen zu lassen, sonst werde er sterben. Jede Nacht werden über 50 Menschen getötet. Die einen sterben bei sogenannten legitimen Polizeieinsätzen. Die anderen fallen Auftragskillern und Bürgerwehren zum Opfer. Seit der Präsident dazu aufgerufen hat, machen sie Jagd auf alle, die angeblich mit Drogen zu tun haben. Die philippinischen Slums werden überschwemmt mit billigem Crystal Meth, das sie hier Shabu nennen. Eine schreckliche Verlockung für viele, die dem Elend entfliehen wollen. Ein Tütchen des Aufputschmittels kostet um die 2 Franken. Shabu nehme Hunger und Durst, erzählt Jason. Er will unerkannt bleiben. Er ist ohne Eltern auf der Straße aufgewachsen. Mit Shabu sei alles einfacher zu ertragen, bis einem die Sucht zerstört. Seit das Morden anfing, denke ich daran, mein Leben zu ändern. Aber mein Körper will Drogen. Damit verschwindet die Angst. Duterte will die Süchtigen zur Kapitulation zwingen. Sie sollen sich melden und schwören, nie mehr zu konsumieren. 600.000 haben sich gestellt, wurden registriert und nach Hause geschickt. Als Drogensüchtige geoutet, leben sie gefährlich. Wer Glück hat, kommt in ein Rehabilitationszentrum. Gesichter dürfen wir keine zeigen. Bien Liabres ist einer der wenigen Suchtexperten im Land. Mit Gruppen- und Familientherapie versucht er, den Süchtigen einen neuen Lebensweg aufzuzeigen. Das Kapitulationsprogramm ist eine Möglichkeit. Aber gleichzeitig muss das Gesundheitswesen den Süchtigen etwas anbieten. Wir versuchen das, obwohl es an Einrichtungen fehlt. Wir sind daran, mehr Rehabilitationszentren aufzubauen. Dazu kommen ambulante Behandlungsprogramme.
Er kam aus Angst, nennen wir ihn Paolo. Nachdem er dem Gift abgeschworen hatte, wurde er mit anderen Süchtigen im Dorf vorgeführt. Nachts wurde auf ihn geschossen. Paolo konnte fliehen. Einer seiner Freunde wurde erschossen, der andere erhängt. Der Kampf gegen Drogen ist gut, aber nicht so, wie Duterte es angeht. Auch Süchtige und Dealer sind Menschen. Vielleicht machen die Dealer es für ihre Familien. Sie sollten mit ihnen reden, nicht einfach töten. Verzeihen Sie, Herr Präsident, Sie sind nicht Gott, der Leben nehmen darf. Die Klinik ist eingerichtet für 550 Patienten, jetzt sind es 1500. Täglich kommen bis zu 30 Süchtige dazu. 6 Monate bleiben sie stationär. Paolo hat Angst vor dem Moment, an dem er entlassen wird. Ich will mich wirklich ändern. Aber ich stehe immer noch auf der Liste der Drogensüchtigen und könnte jederzeit erschossen werden. Step by step na kami sa pagbabago namin. Duterte will nicht ruhen, bis der letzte Dealer hinter Gittern oder unter der Erde ist. So nehmen auch die Opferzahlen zu. Zur Wirtschaft. Wo gibt's gerade Wachstum? Das ist die ewige und derzeit wieder sehr akute Kernfrage der Weltwirtschaft. Europa schwächelt. Die USA sind auch nicht so stark, wie sie einmal waren, und die Shootingstars aus Asien nicht so dynamisch unterwegs wie noch vor ein paar Jahren. Und so rückt Afrika immer mehr ins Blickfeld der Investoren. Und das auch in der Schweiz. Was auf dem schwarzen Kontinent möglich ist, zeigt Daniel Dester am Beispiel einer Unternehmerin in Ghana. Ama Bohama, Anfang 30, gut ausgebildet. Die Ghanaerin gehört zur aufstrebenden Mittelschicht des Landes. In der Hauptstadt Accra genießt sie mit Freundinnen den Feierabend und zeigt ihnen den Stolz ihres Geschäftsalltags. Ich habe was zum Probieren für euch. Ama ist eine Pionierin. Sie ist die erste Produzentin von biologischem Fruchtsaft in Ghana. Junge, gut ausgebildete Leute wie Ama sind die Stützen der aufstrebenden Wirtschaft in Ghana. Sie wächst jährlich mit gut 4%. Mehr als doppelt so schnell wie die hiesige Wirtschaft. Das macht Ghana auch für Schweizer Unternehmer interessant. Ortswechsel, African Business Day heute in Rheinach bei Basel. Ein Treffen für Geschäftsleute aus der Schweiz und Afrika. Nicht nur in Ghana, in ganz Afrika wächst die Wirtschaft. Die Firma von Andreas Stuber entwickelt Software für Callcenter. Er setzt voll auf den wachsenden Mittelstand Afrikas. Doch der Markt hat seine Tücken. In Afrika hat es ja immer irgendetwas. Wir hatten Afrika, Arabisch Frühling, Ebola, Ölpreisschock in Nigeria und so weiter. Das hat es ja dauernd. Ich glaube, wir müssen in Afrika einen sehr langfristigen Ansatz wählen, also so 10 Jahre mindestens Zeithorizont. Und man darf nicht nur auf ein einziges Land setzen. Das heisst, man muss ein bisschen geografisch diversifiziert sein. In der Schweiz arbeitet nur Stuber selbst. All seine 80 Mitarbeiter sind in Afrika, programmieren und verkaufen die Software vor Ort. Ihre Programme für Callcenter sind begehrt, denn mit steigendem Konsum brauchen die Leute in Afrika auch die Hilfe durch Kundendienste. Besonders interessant: die Mittelschicht eindeutig, weil das die sind, die anfangen zu konsumieren. Die haben ein gewisses Einkommen, die konsumieren Gas, Strom, Elektrizität, Wasser, Mobiltelefonie, Bankdienstleistungen. Und sobald das der Fall ist, dann sind das für uns Endkunden am Schluss. Zurück in Ghana. In der Fruchtsaftproduktion von Ama Bohama. Ihre Bioprodukte kommen an. Ich habe eine kurzfristige Bestellung von über 1000 Flaschen. Schaffen wir das? Das müssen wir aber Gas geben. Wir tun jetzt schon die Hände weh. Ama Bohama hat einige Jahre in Europa gelebt. Aber sie wollte zurück. Auch weil ihr Heimatland so viele Möglichkeiten bietet. Im Westen seien Bioprodukte normal. Hier sei Bio noch eine Nische. Und Amas Saft fällt auf. Jeder kennt Ananassaft in Gelb, aber meiner ist rosafarbig und schmeckt nicht einfach nur nach Ananas. Weil ich noch Naturzutaten hinzufüge für den besonderen Kick. Mein Geheimrezept. An diesem Abend liefert Ama ihren Biosaft zur Eröffnungsfeier einer Modeboutique. Danny,
Mein Geschäft kann wachsen, weil auch die gebildete Mittelschicht wächst. Immer mehr Menschen schätzen, was mein Biosaft wert ist. Und das ist mir wichtig. Ghana ist nur ein Beispiel in Afrika. Die Jungen des Kontinents sind vielerorts gut ausgebildet, wollen arbeiten und Geld verdienen. Das macht den Kontinent attraktiv, auch für Investoren und Unternehmer aus dem Ausland.